Hallöche Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Und ja, ihr seht, ich bin bereits ein bisschen eingekleidet und ich habe schon eine Hütte und ich bin an einem ganz anderen Ort. Das liegt daran, am Sonntag war ein Stream gewesen auf Twitch und dort habe ich schon, ja wie soll ich sagen, ein kleines bisschen weitergemacht. Sorry für alle, die nicht dabei waren, aber es war recht interessant gewesen. Und erstmal danke an euch, dass ihr dabei gewesen wart. Ich weiß, es hat ein paar kleine Macken so gegeben, also mit dem Stream. Also das ist halt, ne, ich bin ja noch im Experimentieren. Aber es war geil mit euch. Vielen lieben Dank. Und ich habe einen neuen Harald. Ja, und die meisten haben es bestimmt nicht gesehen. Ich hatte einen Raptor geschenkt bekommen namens Harald. Und der ist mir leider irgendwie, naja, gestorben. Auf sehr kuriose Weise, also, ne, das kann ich vielleicht noch, ach, ich kann das euch nachher nochmal zeigen. Ich will ihn nicht sterben lassen, aber wie das denn so passiert ist. Ich habe schon ein bisschen Gelumpe hier, ich habe schon meine Werkbank, alles drum und dran, aber der Ort, wo ich bin, ist, ja, semi-optimal. Also, der Ort war anfangs, also vom Aussehen her ist das richtig cool, ich weiß, jetzt fragen wieder alle, wo ist das, ne, da, bei ungefähr 40-40, ist eigentlich richtig geil hier hinter dem Wasserfall, aber der Wasserfall ist ein bisschen merkwürdig. Wenn du zum Beispiel hier an der Wand lang gehst, ne, dann sieht das noch alles tippitoppi aus, aber schau mal hier. Irgendwie ist der Wasserfall komisch, wenn du jetzt hier durchgehst. Das soll jetzt aber kein Gemecker an der Grafik sein, jetzt hänge ich wieder fest, weil ich zu fett dazu bin. Ich gehe mal ganz kurz außen rum. Wir haben eigentlich einen richtig geilen Spot. Das einzige Problem ist, hier unten ist alles voller Kanos und Terrorbirds. Und ja, die Kanos und die Terrorbirds, die haben mir den ganzen Stream einfach nur zur Hölle gemacht. Und deswegen will ich mal ganz kurz nach einem neuen Spot gucken. Übrigens, Moment. Ich habe ja die Deluxe, also die ARK Deluxe Box bestellt. Video kommt bald, also zeige ich euch die Box mal. Und was da alles drin ist und so weiter. Ich müsste jetzt eigentlich einmal sterben. Weil ich will euch was zeigen. Ich pack mal hier alles rüber. Ich hoffe, dass es dabei ist. Ich hoffe es. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Klamotten ausziehen. So, endlich geschafft. Mann, ey, sich hier umzubringen ist echt der Wahnsinn geworden. Das ärgert mich schon wieder. Dass wenn man sich richtig viel Mühe gibt, denkt man sich, ah komm, machst du was für die Community und baust du mal 3 Stunden ein Video. Und dann bin ich ja nur am Verrecken gewesen. Und jetzt hast du nur Pflanzenfresser vor der Tür. Danke, ARK. Gut, wir schauen mal ganz kurz nach. Habe ich es jetzt im Inventar? Ich habe es im Inventar. Einmal Stegosaurik Bionic Kostüm und einmal Triceratops Bionic Kostüm. Das Raptor habe ich leider nicht. Ich glaube, das ist aber erst in der Box drin. Also, ich hatte ja bei Amazon die Deluxe-Version für 100 paar Euro bestellt. Ich glaube, 179 oder so, 176. Und da kriegt man von Amazon diesen Code zugeschickt, dass du diese Bionic-Kostüme hast. Ich habe jetzt leider nicht das passende Vieh dazu da. Sonst hätte ich es euch mal gezeigt. Weil ich habe in Sachen Taming habe ich noch großteils fast nichts freigeschaltet. Ich will erstmal einen richtig guten Ort finden. Und hier unten war das so ekelhaft gewesen mit den ganzen Viehzeug, was mich umbringen wollte. Wir schauen erstmal ganz kurz nach. Gut, lassen wir das erstmal drin. Ich glaube, ich werde sowieso gleich abnippeln. Ich hatte eine Armbrust geschenkt bekommen vom Bornkessel, aber die Armbrust ist dann leider draufgegangen. Die war dann weg. Und ich hatte... Ich müsste mir mal was anziehen. Das wäre okay, oder? So, zack, 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 zack. Dodorex-Helm. Ich weiß nicht, wo ich den herbekomme. Ich hatte den auf einmal im Inventar gehabt. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Oh, die neue Raptor reitet sich aber gut. Ne? Erstmal, Dankeschön an Mr. Unbekannt für den zweiten Raptor. Ich glaube, der Stefan war das gewesen. Stefan hat mir zumindest mit dem Argentavis den ersten Harald gebracht. Und ist jetzt Harald 2. Und mal gucken, wie lange Harald 2 lebt. Achso, kann ich euch gleich mal zeigen. Ich meine, jetzt sind ja... Was ist da hinten schon wieder los? Guck, da sind wieder die Kanos und die Terrorbirds. Und einige, die Saris Video geguckt haben... Die haben ja gefragt, warum wir gecheatet haben. Pass mal auf, das ist kein Cheat, was wir da gemacht haben. Wenn jetzt, das wurde mir da in den Kommentaren, also im Chat erklärt. Wenn jetzt mit dem Tier irgendwo stehst, ne, egal mit welchem Tier, und du springst und haust permanent auf die Kreistaste drauf.
Das ist so bescheuert. Ah, ich muss erstmal mal kurz runterfallen. Jetzt kurz vorm Aufprall nochmal Kreis drücken. Und zack. Nochmal kurz Kreis drückt, sicher gelandet. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spielfehler ist, aber ich finde ihn irgendwie lustig. Gerade wenn du auch springst. Wann geht das hier auch? Nee. Also manchmal hast du Geschwindigkeit gerufen gehabt. Sarin ist mit einem Tech-Anzug geflogen. Also Sarin, der macht da hinten die Challenge Base mit Tech-Zeug, also die wir bald raiden können. Wenn wir natürlich stark genug sind. Also so eine Base, die wir raiden können. Und da ist er mit Tech-Ausrüstung neben meinem Raptor hergeflogen und ich wurde aber immer schneller. Also wenn du das einsetzt, du springst und dann immer auf Kreis hämmern, wie bekloppt, dann fliegst du über die ganze, du kannst über die ganze Map fliegen. Das ist der Wahnsinn. Ich würde es jetzt eigentlich die ganze Zeit machen. Ey, das macht riesen Spaß, Freunde. Ich weiß, es ist ein Fehler und der sollte vielleicht auch irgendwann mal behoben werden. Aber lustig ist es alle Male. So, ich muss erst mal ganz kurz hier ein bisschen looten. Was willst du denn jetzt von mir schon wieder? Ey, das ist übel aggressiv alle. Hier ist der Kano. Ey, die Pflanzenfresser werden immer mehr und verteidigen jetzt hier alles. Aber du bist schon angeschlagen. Du musst kurz weg hier. So. Alter, was... Boah. Die ganzen Mega-Neuerer. Ich greife echt alles an. Was willst denn du jetzt? Ich gehe mal schon zurück hier. Das geht schon wieder gut los. Vorher waren es die Fleischfresser, jetzt sind die Pflanzenfresser nämlich angreifen. Komm. Ich stehe auf dich, mein Freund. So. Jetzt bin ich schon wieder total überfüllt, oder? Wir können dem mal ein paar Level geben. Lalalala. Oh, hat aber wenig Gesundheit diesmal. Ja, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Gleich immer, der hat aber, ne? Ja, ist geschenkt, dankeschön. Wer immer es auch war dieses Mal. So, wir schauen mal ganz kurz weiter. Ich hatte nämlich einen richtig coolen Spot im Stream entdeckt. Ja, ist der hingekotet. Na gut, jetzt greifen sie mich jedenfalls nicht mehr an. Aber schaut euch mal schon mal die Aussicht an. Ja, jetzt kann man es natürlich auch in höherer Qualität sehen. Vorher, ich kann ja, also wenn ich streame, ich habe da immer so ein, ja, so Verbindungsprobleme. Und deswegen muss ich da mit 4 Mbit streamen und es sieht dann immer ein bisschen kacke aus. Aber sonst hier die Umgebung. Ach, meine Peitsche ist ja auch weg. Mist. Ich wollte doch nochmal rumpeitschen. Ja. In der Theorie, ich schaffe es mit dem Raptor, bis da rüber zu kommen. Bis da ganz vorne hin. Wolltest du auch mal probieren? Erstmal die scheiß Mega neu. Mach's gut. Kannst ja mal. Mensch, jetzt kommen die alle wieder an. Haut ab. Ey, wo die mal alle herkommen, ne? Das ist. Weg. Ey, die triffst du doch nicht. Geh weg. Jetzt. Stirb doch mal. So, geschafft. So, eigentlich in der Theorie, ich müsste es bis da vorne rüber schaffen. Wenn dann nicht wieder zig Millionen Kanus wären. Ah, hier vorne bin ich noch gar nicht lang gegangen, warte mal. Also, wie gesagt, wenn ihr das mal probieren wollt, ne, stellt euch darauf ein, dass ihr sonst irgendwo landet, wo ihr leicht sterben könntet. Das ist mir nämlich passiert. Ich bin dann nämlich genau in eine Kanuherde reingeflattert. Und, wie gesagt, auf eigene Gefahr. Einfach nur springen und ganz oft auf Kreis hämmern. Weil manche wissen ja, wenn du Kreis drückst, dann ruckelt das so komisch und das, dadurch passiert das erst. So, Nein! Oh! Ja, kommt alle her! Ich bin ein richtiges Spielzeug für euch. Wer will unten mich beklauen? Oh, wisst ihr jetzt, warum ich hier weg will? Terrorbirds sind zu scheiße. Die und Kanus gemischt, ne? Das ist der pure Wahnsinn. Da kriegst du einen zu viel. Damals hatten wir ja das Problem, dass... Also damals, vor ein paar Monaten, dass hier die Dings... Wie heißen sie doch mal? Komm mal hier. Die Trodons so eklig waren. Aber die Trodons sind jetzt mittlerweile ganz nett geworden, außer nachts. Nachts drehen die natürlich total im Rad, ne? Was war denn das jetzt schon wieder? Die kleinen Kacker da unten. So, weil ich will mir jetzt einen besseren... Was war das denn jetzt? Hier greift er wieder alles an. Die kleinen Diebe da unten. Ich hatte nämlich einen coolen Ort gefunden. Ich will jetzt auch mal zum Thema kommen. Da oben, im Wald.
Da war es zumindest letztens, wo wir da oben waren, ganz ruhig gewesen und ne, da war nicht so viel los. Und ich hoffe, dass das wieder so ist, weil da oben ist ein schöner Wald, da kann man sich schön verstecken. Guck, ist sowas Penetrantes immer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, pro Patch, also pro Update, was rauskommt, werden die Tiere immer aggressiver. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Ausdauer aufladen. Der gute Junge ist nämlich nicht hier so auf Ausdauer getrimmt. So. Ich muss aber, glaube ich, mehr Gesundheit machen. Und dann mache ich einfach mal ein bisschen Speed rein. Dann kommen wir schneller voran. So. Ich wollte mir auch eigentlich noch einen Petri holen. Das schaffen wir aber, glaube ich, erst nächste Folge. Weil erstmal einen neuen Ort aussuchen. Ich weiß, in jeder Folge latsche ich einfach nur rum und es passiert nichts. Aber. Guck da! Guck, guck, guck! Alle auf einen Haufen! Die Kanus spawnen hier in der Masse. Und da kannst du nichts unternehmen gegen. Außer wenn du die irgendwo hinlockst und irgendwo runterspringst. Da springen die hinterher. Aber warum sind das immer so viele auf einem Haufen? Guck! Die bewegen sich sogar im Duett. Ich wollte da hoch. Jetzt ist es da oben auch nicht mehr sicher. Das wird ja immer spaßiger hier. Oh. Das deprimiert mich. Da fliege ich halt einfach weg. Soll ich mir mal Arsch lecken? So, ich muss auch mal unten gucken, dass wir mal teils hier im Wasser landen. Siehst du? Knallharz. Ich glaube, die sind auch oben runtergefallen, oder? Was seht ihr was meistens? Ne? Ja, ich weiß, ich bin schon wieder total neben der Spur. Aber den Idioten wollte ich. Da fallen sie. Da ist einer. Der andere steht noch oben auf der Klippe. Da war... Ja, die sind immer so gierig, ne? Also die denken sich immer, oh ja, komm, den töten wir einfach mal. Dann sind die so gierig, dass sie selbst in den Tod springen. Die Vollidioten. Oh, hier sind schon wieder so viele Raptoren. Geh mal da hinten drüber. Nee, das wäre eigentlich ein richtig cooler Ort hier gewesen. Aber hier sind so viele Mistviecher. Und gerade... Ihr habt es ja gesehen. Terrorbirds, Trodon, Gemisch. Das macht keinen Spaß. So, wo wäre dann noch eigentlich... Guck da! Alle auf einen Haufen! Wo wäre dann eigentlich noch ein geiler Ort? Ich bräuchte ein Flugtier. Das Dumme ist, ich habe durch meinen Tod alles verloren. Also gut, fast alles. Ich habe ja zum Schluss noch ein bisschen was wiederbekommen. Und ganz kurz Ausdauer auftanken. Kack erstmal. Ja, ich lasse es jetzt sein. Das ist, das nennt man nicht Cheating, das ist Glitching. Also ich cheate nicht, ich glitche. So, wir müssen jetzt aber jetzt mal... Ich glaube, ich hatte noch Level Up. Ich muss mir erstmal bald Lederausrüstung machen. Denn es ist doch manchmal ziemlich kalt, siehst du da unten in der Ecke. Und allgemein ein bisschen Ausrüstung brauche ich noch. Wenn ich hier weg will, dann ordentlich. Ich glaube, ich wollte... Ich werde, glaube ich, ganz rechts auf die Karte wandern, wieder ins Grasland. Weil da war es mir immer noch am ruhigsten. Aber ich glaube, da sind auch viele, die bauen. Dann habe ich wieder so viele Leute um mich herum. Wäre natürlich auch nicht so geil. 25 von den Bahnen haben wir noch. Wenn man es kurz gucken. Ne, ich muss, glaube ich, was lernen. Ich weiß nicht, kann ich die eigentlich jetzt schon einsetzen? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Momentan nicht bei, wofür ich jetzt was ausgeben würde oder könnte, bis auf die Lederteile. Oder ein Boot. Mit einem Boot würde ich doch eigentlich... Wo geht denn der Fluss überhaupt lang? Weil da würde ich mal ein Boot machen. Da könnten wir von hier weg. Wäre doch eine Idee, oder? Ich habe schon lange kein Boot mehr gestellt. Dann machen wir das einfach mal. Schauen wir ganz kurz. Ja, da muss doch ein Ort geben, wo es hier auch hübsch ist. So, Holzfloß. Gucken wir mal ganz kurz, was wir dafür alles brauchen. Wir brauchen in der Herstellung... Wo ist es denn? Da. Da. Fasern, Leder, Holz. Achso, ich kann dann nochmal einmal Level Up. Ich habe gar nicht drauf geachtet.
Ich mache trotzdem noch ein bisschen Gesundheit. Das ist echt praktisch. So, schauen wir. Was war das jetzt? Holzleser. Holz, Ledern und Fasern. Schauen wir ganz kurz nochmal, wie viel. Wir brauchen jetzt noch mehr Holz und noch mehr Fasern. Habe ich noch irgendwo Fasern gehabt? Muss man erstmal schauen. Ich glaube, ich hatte noch... Hier ist übrigens mein Bett, für die, die es noch nicht kennen. Habe ich hier noch Fasern drin? Hier ist nichts mehr. Und hier ist nur noch zwei Betten drin. Ich habe mir vorsichtshalber mehrere gemacht und wollte die pro Standort so ein kleines bisschen verteilen, dass ich so ein kleines Backup habe. Also so 3-4 Betten, falls ich dann sterbe, dass ich dann... Also wenn ich sterbe, habe ich immer so einen 3-Minuten Cooldown. Das heißt, ich konnte dann aufs nächste Bett und so bin ich dann immer näher hierher gekommen. Ich weiß, das ist total peinlich, aber... Ne? Einfach jetzt intelligent angestellt. Gerade wenn du zu Fuß unterwegs bist. So, den Raptor, den kriege ich auf das Floß eigentlich drauf. So, Fasern müsste ich jetzt eigentlich... Ich habe schon wieder Lehm eingesammelt. Fasern müsste ich jetzt genug haben. Nee, immer noch nicht. Noch 10. Lalala, 13, 16. Okay, jetzt haben wir davon genug. Holz haben wir noch in der Werkbank drin. Und dann kann ich das Ding hier oben runterschmeißen. Wird's Nacht. Ich sehe nichts, Freunde. Ich habe keine Fackel gemacht. Ich weiß, es ist für euch genauso dunkel wie für mich. So. Zack. Da müsste ich mir eigentlich noch ein paar Kisten oder so draufstellen. Noch mehr Holz. An. Holz. So. Stellt mir unten hin. Dann mache ich mir noch ein paar Kisten. Was haben wir denn hier so? Das kriegen wir auch noch, glaube ich, hin. Zack. Und zack. Ich mache gleich noch ein paar mehr. Das Ding machen wir dann richtig schön voll. So. Oh, eins. Eins. Ich bin jetzt wieder die Fasern. Komm, wir bringen das Ding erstmal runter. Bin überladen. Dann können wir immer noch die Fasern da reinklatschen. Schauen wir mal ganz kurz. Boot. So, wunderbar. Raptoli, Harald, besser gesagt. Wir laden dich einmal ganz kurz da drauf. Und dann schauen wir mal, wo wir mit dir hinfahren können. So. Haben wir die Karte bitte. Und fahre ich jetzt richtig? Ich hoffe es. Ich sehe es nämlich gar nicht. So runtergucken. Ja, ich müsste... Da ist der Torbogen. Also muss ich... Ja, ich muss hier lang fahren. Natürlich der Strömung entgegen. Muss ein ziemlich starker Wind sein, dass das funktioniert. So. Mal schauen, wo es uns hinführt. Also, wie gesagt, die Karte an sich... Habe ich ja schon öfter gesagt, bin ich nur einmal drüber geflogen. Aber so im Kompletten habe ich hier noch nichts angeguckt. Aber ich bin gespannt, wo es hinführen wird. Das ist links und rechts. Hallo Tiere! Ihr könnt mich alle mal. Ey. Pass auf, gleich kommen fliegende Kanus oder sowas, die mich von oben angreifen. Ne? Aber man konnte doch irgendwie das Ding hier einklappen, oder? So, das Segel. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Ich hab das Ding echt überhaupt nicht mal... Achso, ich glaube Kreis. Ready to poop. Viereck. Ach, keine Ahnung. Irgendwie, ich schreib's mir sowieso in die Kommentare, da weiß ich es wieder. Also dann weiß ich es wieder. Nein, davon ist Ende. Warum? Da sind nur wieder Kanus. Fahr ich halt die andere Seite lang. Oder... Hallo, Mikroraptor, hallo. Ich glaube, wenn ich flussab fahre, komme ich ja bei Viking Bay raus. Also dieses Anfangsstartgebiet. Da sind hier die netten Piranhas unten. Ich sehe nee, oder nee. Hier ist ein Lachs. Aber ich glaube, da komme ich auch wieder nicht weiter mit dem Boot, oder? Kann ich das überhaupt noch in die Tasche stecken? Glaub nicht. Ich hätte das nicht so früh rauspacken sollen. Hä? Fahren wir hier lang. Ich glaube, da vorne. Ja, da vorne würden wir stecken bleiben. Ich fahre hier wieder nur im Kreis. Ich bin ein richtiger Seefahrer, ne? So ein Seefahrer, der keine Ahnung hat, wo er überhaupt hin will. Oder keine Ahnung hat, wo überhaupt was ist.
Ja, wir fahren 50 Knoten. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie schnell 50 Knoten sind, aber... Aber es ist dieses Harr. Bloß, dass ich zwei Augenklappen habe und gar nichts sehe. So, wir sind wieder hier. Ich glaube, da oben komme ich nicht hoch. Es kommt Gewitter. Nee. Also ich glaube nicht, dass das Fluss da hochkommt. Aber wir können da hinten mal lang fahren. Warte, warte, warte. Ganz ruhig, Raptor. Ich habe den nicht auf passiv gestellt. Nicht, dass der jetzt übelst ausrastet, wenn irgendwas das Boot angreift. Ich glaube, das Boot wird ja eh nur von den ganz großen Fischen angegriffen. Von anderen Getier halt nicht. Ich hätte die Betten mitnehmen sollen. Mach's gut, Kano. Du Hippie. Ha, dem habe ich jetzt gezeigt, ne? Und es kommt an, dom, 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 dom. Und fängt an zu schwimmen. Da ist noch einer, guck. Also ich nenne das jetzt Kano Canyon hier. Weil nur Kanos sind. Also... Wenn ihr diesen mittleren Bereich seht, das ist ab jetzt Kano Canyon. Guck, die Rechse waren ineinander gespawnt. Die Schweine. Wo sind wir denn hier? Hier sind auch nur Wasserfälle, oder? Oder bist du... Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt da tief runter geht, Freunde. Das sieht so komisch aus. Ich hab Angst. Moment mal. Woher kenne ich das? Ach, Kacke. Oder können wir da durchfahren, Freunde? Ich glaube, da ist nichts. Ich dachte jetzt, ja, ist doch eine Höhle dahinter, aber Arschlecken. Oh, oh, Harald! Nicht runterfallen! Oh, wir haben nämlich jetzt eben in der Wand... Der Agitav, es geht schwimmen. Ja, toll. Arschlecken, hier geht's nicht weiter. Hau bloß ab, Argy. Oh, der Raptor war fast runtergefallen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, und willkommen zurück. Das war nix. Ja, der Kano hinten in der Ecke, der lacht schon. Denkt sich, ah, vorhin hat er gesagt, du Pisser, jetzt bist du wieder da. Die Rechse schwimmen auch noch mit Gesundheit rum. Mist. Wie komme ich jetzt hier am besten raus? Ich meine, du kommst hier schnell rein, aber nicht mal raus. Das ist doch kacke. Ja, werde ich das Ding nach Hause fahren wieder. Da war wieder so richtig schön der Griff ins Klo, ne? Also hier, nicht Hook. Wie heißt denn der andere? Nicht Meister Proper? Komm mir nicht auf den Namen. Saluter Bär? Nee, keine Ahnung. Irgend so ein Seemann, ne? Der jetzt auch denkt, ah, oh, du Vollidiot, du musst doch mal die Karte richtig lesen. Ja, aber meine Karte ist noch nicht aufgedeckt, deswegen geht das nicht. So, halte mir seinen Schwanz hier ins Gesicht. Da vorne geht's auch nirgendwo hin, da hoch kommen wir nicht. Außer das Boot kann auch fliegen, aber das glaube ich nicht. Oder? Kann dieses Boot fliegen? Glaub nicht. Ah, na gut, Freunde. Ich reise jetzt erstmal nach Hause. Geschwind. Und werde von da aus einen neuen Plan aushacken. Also ich mache das jetzt nicht mehr mit dem Dino rumhüpfen, weil das ist einfach, keine Ahnung, auf Dauer macht das Spiel kaputt, wenn das alle machen. Und das wäre dann auch ein bisschen sinnlos, ne? Wenn du da nur fliegende Raptoren oder andere fliegende Dinos hast. Gut, Flugsaurier, ja, okay. Aber ich hoffe, dass die das irgendwann fixen. Dass das weggemacht wird, weil das ist echt bescheuert. Erstmal sieht doof aus, weil im Prinzip jedes Tier auf einmal fliegen kann. Und ja, das macht auch das Spielgefühl ein kleines bisschen kaputt, finde ich. Und alle haben sich mal gefragt, warum ruckelt das dann so? Ja, das haben die Hersteller extra so reingemacht. Nee, war Spaß. So, gleich zu Hause. Ich mache hier Folgen Feierabend, ne? Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao.